Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um das Thema Träume verwirklichen. Und ich würde sagen, auf geht's. Ich habe gedacht, ich teile mal mit euch eine Freude. Und zwar habe ich als Kind haben wir immer viele Hunde gehabt und Katzen, all mögliche anderen Tiere, weil ich auf einem Bauernhof groß geworden bin und meine Mutter Tierärztin ist und hatte lange Jahre keinen Hund oder konnte keinen Hund haben durch die Bundeswehrzeit. Und jetzt, ja, ich sag mal, als Unternehmer klappt das immer besser oder hat immer mehr Freizeit. Und dann kam die Entscheidung, irgendwann wieder einen Hund zu holen, beziehungsweise hat meine Frau mir das abgenommen. Sie wollte mir das quasi zum Geburtstag schenken. Und ich bin auch Jäger und deswegen kam für mich eigentlich nur ein Jagdhund natürlich in Frage, und zwar ein Deutsch Kurzhaar. Deutsch Kurzhaar wird eine Rasse, die recht groß wird und die super aktiv ist, mit der man auch viel laufen gehen kann, draußen unternehmen kann. Und für uns war wichtig, echt einen richtigen Familienhund quasi zu holen. Und wie es der Zufall so wollte, ist unser kleiner Odin, jetzt nicht mehr ganz so klein, hat am selben Tag Geburtstag wie ich, ist also quasi geboren worden, auch am 16. Dezember. Und den haben wir jetzt knapp 6 Wochen. Ich habe den jeden Tag mit bei mir im Büro. Der begleitet mich quasi auf Schritt und Tritt. Tagsüber gehen wir immer ordentlich raus, morgens früh, abends. Also der hält uns alle Mann zu Hause richtig auf Trab und ist eine absolute Bereicherung. Was hat das mit Träume verwirklichen zu tun? Ich denke mal, dass Leute immer wieder sich etwas vornehmen, aber dann doch irgendwie nicht umsetzen. Vielleicht auch, weil es natürlich jetzt im Fall von einem Hund eine Menge Arbeit bedeutet und Erziehung, die gemacht werden muss. Und ich kann nur sagen, tut es einfach. Für uns ist das eine richtige Bereicherung. Es macht so viel Spaß mit ihm, die kleine Schnauze mit auf der Arbeit dabei zu haben. Zwingt einen auch ab und zu mal, ich sag mal, gezielt eine Pause zu machen, rauszugehen, spazieren gehen, durchatmen, mit dem an See bei uns an die Arbeit zu gehen. Also wir haben echt gute Möglichkeiten hier und ist einfach wunderschön. Auch die Liebe, die man natürlich zurückbekommt von so einem Hund, auch wenn er noch ein kleiner, ganz verrückter Kerl ist, ist das wahnsinnig toll. Und Odin wird uns auch begleiten auf einige Survival-Touren, vielleicht nicht alle, wo wir richtig klettern werden und Co. Aber ich habe vor, den natürlich überall mit hinzunehmen. Das heißt, Kajak fahren, angeln, wandern gehen und Co. soll er überall mit am Start sein. Das heißt, ihr werdet ihn ab und zu mit in den Videos natürlich entdecken. Und ja, er wird ein treuer Begleiter sein bei einigen Videos, sodass ihr da auch was von mitbekommt, was dieser Hund bei uns alles so machen wird. Das ist ein sehr, sehr kurzes Video, aber ich wollte es einfach mit euch teilen, weil es für uns für mich eine Riesenfreude ist und einfach immer ein Traum war, wieder einen Hund zu haben. Und ich bin sehr, sehr glücklich, das verwirklicht zu haben, und das bereichert mein Leben extrem. Überlegt ihr also mal, wo ihr vielleicht einen Traum habt, den ihr euch schon lange vorgenommen habt, und ob man den nicht vielleicht einfach umsetzen sollte, weil es einem im Nachhinein wirklich glücklich macht. Und wie ihr wisst, gibt es 3 Dinge, die wirklich auf Glück einzahlen und für uns Glück bringen. Das ist einmal persönliches Wachstum, also sich weiterzuentwickeln als Mensch, etwas zurückgeben, und das dritte, Erlebnisse. Und Odin ist auf jeden Fall für mich unter dem dritten, Erlebnisse, vielleicht auch ein Teil zurückgeben, und ist einfach ein großer Glücksfaktor für mich, für meine ganze Familie, für die Jungs im Büro und Mädels, die sich immer freuen, wenn ich ihn mitbringe. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, tut etwas, wo ihr wirklich sagt, das zahlt auf mein Glück ein. Also wenn ihr etwas habt, wo ihr sagt, Mann, das habe ich mir schon lange vorgenommen, wollte ich immer mal machen, macht's einfach. Setzt das um und ja, zahlt wirklich auf euer Glückskonto damit ein. Ich hoffe, das kurze Video hat euch gefallen. Und wie gesagt, ab sofort werdet ihr Odin auch öfter in Videos sehen, auch unseren Survival-Videos. Er wird ja, mein treuer Begleiter sein und bester 4-beiniger Freund. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, euer Otto.